Hi Shakers, heute gibt's mal einen coolen Test. Eine Energy-Dose steht auf dem Tisch. Red Bull haut endlich die Spring Edition raus. Das Ganze ist eine Waldbeersorte und was hier dran besonders ist, an diesem Ding erzähle ich euch gleich. Wir sind Colin und Dennis TV und jetzt geht's ab. So. Jetzt geht's los. Also Red Bull haut ganz frisch die Spring Edition raus. Wie eben schon gesagt im Intro, das Ganze soll nach Waldbeere schmecken. Ich bin schon richtig gespannt. Red Bull ist natürlich geschmacklich immer so eine Sache. Natürlich schmeckt es nicht so natürlich, wie man es vielleicht manchmal gerne hätte, aber hier auf Waldbeere freue ich mich schon. Ich habe eben schon ein bisschen angeteasert, dass etwas relativ besonders bei diesem Ding ist, denn es ist, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, wenn nicht, schreibt es jetzt in die Kommentare, die erste Limited Edition, die Red Bull ohne Zucker raushaut. Also das Ganze ist eine Zero Edition. Gibt es auch nicht irgendwie so und so, sondern wirklich nur hier so Zero Sugar, wie sie hier auf dem Tisch steht. Mensch, ja, so bei neuen Sorten macht man natürlich auch mal mit, ne? Red Bull kann man nicht so einfach stehen lassen. Das gehört auch hier auf diesen Kanal. Zero Zucker ist ja sowieso so mein Steckenpferd, was ich immer ganz geil finde. Dementsprechend freue ich mich hier richtig jetzt auf diesen Geschmack. Das Ganze riecht schon mal schön süß. Na komm, die Trinkfarbe ist auch schon genauso geil hier wie die Dose. Jetzt gucken wir mal, wie stellen wir es am schönsten hin, wahrscheinlich so. Und ja, ich denke, dann probiere ich das jetzt einfach mal. Ne? Also Red Bull Spring Edition, Limited Edition, Waldbeere ohne Zucker. Ja, der Geschmack ist schon ganz geil. Erfreulicherweise schmeckt es auch nicht so süß, wie es riecht. Probier nochmal aus der Dose direkt. Wenn du da die Nase nicht so mit im Spiel hast, ist es manchmal dann auch schon noch was anderes. Ja, coole Nummer. Ich glaube, hier schmeckt der Süßstoff doch ein bisschen stärker raus. Wie man das sonst so kennt. Ich meine, ich habe damit kein Problem mit. Ich trinke echt jetzt schon jahrelang nur Getränke ohne Zucker. Deswegen habe ich mich da schon ganz gut dran gewöhnt. Der Waldfruchtgeschmack ist aber ganz schön. Es ist so eine Mischung gefühlt aus Wackelpudding, würde ich sagen, und aus so Ahoi-Brausepulver, ne? So da irgendwo in der Mitte. Finde ich aber echt ganz geil, muss ich sagen. Das ist mal eine Red Bull-Sorte, die kann man gut trinken. Obwohl so die letzten Aktionsdinger waren alle ganz geil. Ob es Wassermelone war oder diese hellblaue, das schmeckte schon alles ganz cool. Jetzt natürlich mit dem Unterschied, die anderen Sorten waren ja dann alle mit Zucker, da habe ich nicht so viel getrunken. Vielleicht mal eine Dose so zum Probieren. Das könnte hier jetzt schon anders werden in den Geschmack. Also ich finde es schon echt wirklich ganz gut. So für zwischendurch, wenn man mal auf Reisen ist, aus der Tankstelle schnell oder eben auch im Vorbeigehen beim Einkaufen im Supermarkt, ist das natürlich dann auch wieder so eine Sache, die ganz okay ist und was man ruhig mal machen kann. Die Sorte hat natürlich aber auch echt so einen leichten Hype ausgelöst, ne? Ich weiß gar nicht, ob es nur die Farbe ist oder ob es einfach wirklich ist, hier die neue Sorte von Red Bull ist da. Vielleicht steht die Community auch eben auf diese Zero-Variante. Selbst bei uns Tatsache halt im Einzelhandel, da, also ich habe es vorher auch schon erlebt, da war ich einkaufen und in der Zeit, wo ich in dem Laden war, habe ich bestimmt drei Leute in der Getränkeabteilung gehört, die gefragt haben, haben Sie schon das pinke Red Bull, haben Sie es schon? Und ja, ich selber war auch auf der Suche Tatsache. Und auch bei uns auf der Arbeit wurde mehrmals angerufen Tatsache eben, ne, haben Sie es schon, wann kommt es denn? Und keiner wusste es so genau, eigentlich stand es, sagen wir mal, zu Freitag drinne bei uns, kam dann aber doch erst Dienstag, das ist schon irgendwie ganz schön aufgehypt alles. Natürlich hat Red Bull auch wieder so richtig coole Stangen irgendwie, wo dann zwei, drei Dosen drin sind. Und so ein Jojo habe ich gesehen, an Influencer geschickt. Also die bauen schon natürlich echt so auf die Marke, auf Internet-Promotion und so alles. Das ist schon ganz cool gemacht, ganz pfiffig gemacht. Alle sind völlig aufgehypt, alle Kiddies wollen es haben. Schon ganz cool. Also ich hatte auch einen Vater an der Kasse, der dann sagt, oh, ich fahre schon zwei Tage durch die Gegend und suche die pinke Dose für meine Tochter und ihr habt sie jetzt. Also das war dann auch schon echt lustig. Dann kommen wir mal zur Bewertung. Also wir bewerten hier bei Colin und Dennis TV quasi Gold, Silber, Bronze. Wenn etwas gar nicht schmeckt, enthält man sich auch einfach mal der Stimme. Wenn es mega geil schmeckt, gibt es auch mal den Diamond Shaker. Von mir kriegt hier die Spring Edition Waldbeere von Red Bull Sugar Free, also Zero Zucker. Wie steht es denn hier drauf? Sugar Free oder Zero Zucker? Sugar Free steht drauf. Ja, doch einen guten Goldshaker. Also ich finde, das schmeckt rund, schmeckt schön fruchtig. Du hast sofort so ein bisschen Erinnerung eben an, denke ich wirklich so kindheitsmäßig, Wackelpudding, Ahoi-Brause. Das spielt sich alles im Kopf dann zusammen ab. Zum Glück nicht so super süß. Ist natürlich immer Geschmackssache. Also wer
echt mehr so auf süße Geschichten steht. Weiß ja nicht, ob der da auch für ein Gold geben würde. Fast so ein bisschen herb ist es. Finde allerdings, dass es dazu echt gut passt und halt mal was anderes ist. Halt für so eine Waldbeersorte kann man das schon mal machen. Mutige Entscheidung, das nicht so pappensüß zu machen. Dementsprechend echt lecker. Was mich richtig interessieren würde, falls ihr selber auch total aufgehypt seid oder wartet auf diese neue Sorte, was hat sie jetzt am Ende wirklich ausgelöst? Die Geschmacksrichtung Waldbeere, das ist nämlich gerade so in den Gaming Booster Pulver Trinkbereich immer echt eine beliebte Sorte. Ist es einfach so, Alter, die machen mal was Pinkes oder woran liegt? Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich, von mir gibt es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, wenn ihr da dran vorbeigeht und sowieso so ein bisschen neue Sachen ausprobieren wollt und so weiter, könnt ihr die hier auf jeden Fall testen. Falls ihr richtig Interesse habt jetzt so am Energy-Drink-Bereich und so, einfach mal reinfolgen auf Insta, auf TikTok und natürlich hier auf YouTube. Wir haben immer die aktuellen Sorten hier im Test. Könnt ihr alles mal in den Playlists nachgucken und mal euch da ein bisschen durcharbeiten. Für die treuen Fans, danke, dass ihr da seid. Dann kann man eigentlich nur noch sagen, ihr könnt liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, Colin und Dennis TV inhalieren. Red Bull auch ein bisschen, ne? Tschüss!